Willkommen bei CSA Automotive, Teil 2 Rasenmäherprojekt. Der Spoiler ist fertig konstruiert und wie es jetzt weitergeht, seht ihr nach dem Intro. Das Ding ist fertig konstruiert, das haben wir euch ja das letzte Mal schon gezeigt. Und der Herr Ulf ist auch schon dabei, das Ganze auf den Drucker zu legen. Wir sehen hier einen sogenannten Slicer. Das ist im Endeffekt das Programm, damit man aus diesen 3D-Drähten, die wir jetzt konstruiert haben, das Ganze in eine sogenannte... Wir verwandeln es in einen G-Code. Das heißt, wir schneiden das Ganze in kleine Scheiben, die dann der Drucker verarbeiten kann. Also wir legen damit den Weg fest, den der Drucker fährt und ja, zeigen ihm so, wie es geht. So ist es im Endeffekt eine Übersetzung für den dummen Drucker, denn der ist nicht ganz so intelligent wie die 3D-Programme. Und man sieht jetzt hier auch wunderbar, wenn wir das jetzt mal anschmeißen und visualisieren, was der Drucker letztendlich alles zu tun hat. Was haben wir da für eine Druckzeit, eine voraussichtliche? Einen Tag und 9 Stunden. Das ist natürlich schon einiges an Zeit, das kostet natürlich Energie. Dann kann natürlich passieren, dass während des Drucks auch mal so ein Ding wieder kaputt geht. Wir versuchen das dann auch immer wieder mit rein zu kalkulieren, weil oftmals läuft so ein Druck nicht in dieser langen Zeit einwandfrei. Da wird jeder, der schon mal daheim ein bisschen gedruckt hat, ein Liedchen davon singen können. Und das Besondere bei dem Drucker, den wir jetzt hier einsetzen, das ist ein in der Z-Achse Endlosdrucker. Das heißt im Endeffekt ein ganz anderes Produktions- oder Druckverfahren. Wir haben die Möglichkeit, in der Länge unendlich weit zu gehen und können deswegen richtig krasse Sachen damit prototypen. Ja, dann würde ich sagen, anfeuern, auf die Repsys schieben. Das sind so kleine Minicomputer, die mit den Druckern verbunden sind. Und die dann permanent den Drucker mit den Daten füttern. So, und da ist er ausgedruckt. Ja, ist schon geil, oder? Schaut euch das mal an. Also wir können hier die Qualität schon extrem gut machen. Und was haben wir jetzt da für einen Linienabstand? 0,3? 0,2. 0,2er Linienabstand. Und was haben wir für eine Nozzlegröße? 0,4? Genau. Genau. Also 0,4 zu 0,2. Das ist natürlich auch das richtige Verhältnis, weil das muss immer miteinander zu teilen sein. Der 3D-Druckmeister weiß das. Genau, sonst baut er... Sonst baut er Quatsch. So, also schaut echt super aus. Hier unten hat man noch so ein bisschen Gemüse. Das ist im Endeffekt Stützmaterial. Das braucht man, weil der Drucker ansonsten irgendwo in die Luft drucken würde. Und in die Luft halt, genau, Spaghetti, wie man im Fachjargon sagt. Genau. Was müssen wir dann machen im Endeffekt? Müssen wir das Ganze dann putzen. Also wir müssen im Endeffekt diese Stützstruktur hier rausbrechen. Das geht relativ, ja... Manchmal schwerer, manchmal leichter. Hier so ein bisschen so. Aber das lassen wir dann unten den Pavel machen, in der Lackiervorbereitung. Ja, und ansonsten, was wir jetzt hier auch noch machen, ist den Fuß, den haben wir jetzt hier ausgedruckt. Der kommt ja dann hier so rein. Das ist sozusagen der Flügelhalter, halt, nee, so rum, ne, glaube ich, oder? So? Ne? Ja, so. So. Genau, der wird dann hier reingesteckt, das passt auch super zusammen. Und hier sehen wir so ein Loch und in dieses Loch machen wir hier so Gewindebuchsen rein. Die werden hier so richtig reingepresst und das hat den Vorteil, dass wir dann anschließend, das ist glaube ich M5, ne? Ja, genau. Dass wir anschließend mit der M5-Schraube den Fuß auch an den Rasenroboter dran schrauben können. Jetzt werdet ihr euch denken, Mensch, sind die bei CSR alle bekloppt und haben die nichts zu tun? Nee, was wollen wir mit dem Projekt zeigen? Ulf! Wir können für jeden und für alles eine Sonderanfertigung machen, wenn das gewünscht ist. So ist es. Also angenommen, ihr kommt mit einem Oldtimer-Auto, das es nur einmal auf der ganzen Welt noch gibt und ihr braucht ganz dringend Sachen. Und das können wir herstellen aus PLA, das ist ein Kunststoff auf Naturbasis, aus ABS, den kennt ihr, das setzen wir selber bei den anderen Spoilern in der Serienproduktion ein. Oder sogar Carbon, Holzimitate, was auch immer. Wir können letztendlich das machen. Die Sachen scannen, reverse-engineeren, ausdrucken, in Kleinserie in dem Fall, was wir jetzt hier vorhaben. Und dann entsprechend sauber machen, Lackier vorbereiten, lackieren, anbauen.
All das ist jetzt letztendlich auch möglich. Oder auch krasse Tuning-Projekte, wenn jemand ein Projekt hat, hier irgendein spezielles Auto und extrem Breitbau, hast du nicht gesehen, theoretisch alles möglich. Das sind natürlich Sachen, die man dann individuell berechnen muss und je nach Aufwand. Und ja, so eine Einzelanfertigung ist natürlich was anderes als ein Spoiler, der aus der Maschine rauspurzelt. Da sind natürlich andere Preise zu verrechnen. So, dann würde ich sagen, fummeln wir das mal hier rein. Einer hält hier. So, ha, das ist nicht eine geile Sache. So, schaut an. So, und jetzt können wir dann hier wunderbar, können wir das dann festschrauben und dann verliert der Gute das Ganze auch nicht. Genau, bei all den G-Kräften. Genau, bei denen, die da auftreten letztendlich. Ja, aber na, ihr seht selber, da mit Hilfe von diesen Dingen hier können wir letztendlich, egal was für ein Projekt ihr habt, umsetzen. Wenn ihr da was braucht, dann setzt euch einfach mit uns in Verbindung. So, das Ganze machen wir jetzt noch für den anderen Fuß. So, dann würde ich sagen, machen wir das mal kurz runter zum Parabel.